Wahnsinn. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Aber du hast mir mal am Anfang gesagt, wir sind nur ein paar Rentner, die hier diese Demo organisieren. Wenn man mal sieht, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, ich glaube, das ist die größte Demo, die wir mittlerweile vor der JVA, sind ja schon einige gewesen, die größte Demo, die es bisher hier gegeben hat. Daran sieht man halt, was Menschen bewegen können. Was Menschen bewegen können, wenn sie ein Ziel haben und wenn sie etwas Gutes im Herzen haben. Und das ist hier der Fall. Ich glaube, jeder, der Michael Ballweg kennt, weiß, dass Michael Ballweg ein herzensguter Mensch ist und dass das, was über Michael Ballweg häufig in der Presse oder in der Öffentlichkeit behauptet wird, nun das Gegenteil ist von der Person, die wir alle kennen. Wir haben seit etwa zwei Wochen einen neuen Verteidiger mit im Team. Nein, das heißt, es stimmt nicht. Er ist seit ungefähr zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen. Das ist der Dr. Reinhard Löffler. Dr. Reinhard Löffler ist Strafverteidiger hier aus Stuttgart und der hat am vergangenen Freitag Michael hier in der JVA besucht. Und er kam dann raus und hat mich angerufen und hat gesagt, was für ein phänomenaler Mensch, den ich da kennengelernt habe. Er hat nämlich zu mir gesagt, er hat das noch nie erlebt, dass jemand 7,5 Monate in der Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft sitzt und so sehr in sich selbst ruht, so ungebrochen ist und so klare Ansichten hat, so klare Perspektiven hat. Michael Ballweg hat jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal einen Deal abgelehnt. Er hat gesagt, ich mache keinen Deal, ich habe nichts getan und ich komme hier als freier Mann raus. Und es werden diejenigen... Und es werden diejenigen sich rechtfertigen müssen, die mich hier reingebracht haben. Denn je länger das Ganze andauert, umso offensichtlicher wird, dass es ein politisches Verfahren ist. Der bisherige Richter am Amtsgericht ist versetzt worden. Der sitzt jetzt auf 3 Zivilstellen. Jemand, der sich mit der Justiz auskennt, der weiß, dass die Versetzung von einer vollen Stelle im Strafrecht auf 3 aufgeteilte Stellen im Zivilrecht, dass das keine Beförderung ist, das ist nicht karriereförderlich. Das, was dieser Mann als Richter gemacht hat, ist auch völlig unabhängig von Michael Ballweg völlig unerträglich. Denn er hat zweimal hat er, einmal bei der Haftverkündung und einmal bei der Haftprüfung, hat er einfach das Verfahren abgebrochen, ohne dass der Beschuldigte sagen konnte, was er für seine Verteidigung vorbringen möchte. Das darf in einem Rechtsstaat nicht sein und das ist auch mein Appell an alle Medien. Kümmert euch um diesen Fall, schaut euch das an. Es ist nicht nur Michael Ballweg, es sind auch viele andere Strafgefangene. Die Justiz in diesem Land findet heimlich statt. Und sie darf nicht heimlich stattfinden. Es darf nicht sein, dass so etwas hinter verschlossenen Türen passiert, dass ein Richter einfach ein Verfahren abbrechen darf, dass die Mindeststandards, nämlich rechtliches Gehör, dass die nicht gewahrt werden und am Ende keine Konsequenz droht. Wir haben jetzt hier eine Konsequenz erreicht, nämlich dass dieser Richter nicht mehr der zuständige Richter ist. Aber Michael Ballweg ist nicht der Einzige, dem das hier in Deutschland passiert. Wir haben keine Justiz, die sich an die Mindeststandards, nämlich faires Verfahren und rechtliches Gehör hält. Und das ist ganz wichtig, das nach außen zu bringen. Und es geht ja noch weiter. Ich habe mit Michael gesprochen. Von Michael aus können alle Akten, können alle Informationen, alles, was die Staatsanwaltschaft hat, an die Presse rausgegeben werden. Es ist das Gesetz, was uns das verbietet. Michael sagt, von mir aus darf jedes Fernsehteam, jedes Radioteam, jede Zeitung, jedes Online-Journal alle Informationen haben, die es haben will. Und ich appelliere an die Staatsanwaltschaft, gebt doch einfach mal die Informationen raus. Ihr müsst Michael Ballweg nicht schützen, der will nicht geschützt werden. Michael Ballweg sagt, alle seine Akten können frei an die Öffentlichkeit gegeben werden. Ihr könnt alles lesen, ihr könnt reingucken und dann werdet ihr feststellen, dass der Vorwurf, der hier erhoben wird, völliger Schwachsinn ist. Das sieht man insbesondere an einem wesentlichen Punkt.
Es wird nämlich immer noch, wenn man heute in die Medien guckt, sagen die Medien immer noch, der Vorwurf wäre, dass er 640.000 Euro, das ist ja der erste Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft erhoben hat, dass er 640.000 Euro angeblich für sich verwendet haben soll. Das ist überhaupt nicht mehr Bestandteil des zweiten Haftbefehls. Diese Summe existiert überhaupt nicht mehr. Aber die Staatsanwaltschaft hat diese Summe einmal rausgebracht und die Medien plappern sie seit dem 29.06. nach. Die Staatsanwaltschaft hat es bis heute nicht richtig gestellt und die Medien haben bis heute entweder nicht nachgefragt oder wenn sie nachgefragt haben, haben sie nur abweichende Antworten gekriegt und haben das auch nicht nach außen getragen. Es wäre nämlich ganz wichtig zu sagen, wir fragen hier ständig nach und wir kriegen keine Antworten. Und wir zweifeln daran, dass das, was damals gesagt wurde, richtig ist, weil wir keine Antworten kriegen. Aber stattdessen werden im Prinzip nur die Sachen, die die Staatsanwaltschaft einmal gebracht hat, nachgeplappert und die sind überhaupt nicht mehr Gegenstand des aktuellen Verfahrens. Im aktuellen Verfahren geht es lediglich noch darum, dass ihm vorgeworfen wird, dass er angeblich Geld für sich ausgegeben hätte, es ist ganz schwer zu beschreiben, dass er angeblich Geld für sich ausgegeben hätte, was auch für ihn gespendet worden ist, aber er hätte nicht gewusst, dass es für ihn gespendet worden ist. Das ist der Straftatbestand. Das heißt also, das Oberlandesgericht hier in Stuttgart sagt, ich kenne ja die Auszüge, da hat jemand Michael Ballweg Geld überwiesen, hat ihm 10 Euro überwiesen und hat gesagt, für einen Kaffee. Wenn er diese 10 Euro für einen Kaffee ausgegeben hat, dann sagt das Oberlandesgericht, du wusstest nicht, dass du es für einen Kaffee ausgeben darfst und daran machen sie den Vorwurf fest. Sie sagen tatsächlich, wenn du diese 10 Euro für einen Kaffee ausgegeben hast, dann wusstest du das nicht, weil du wusstest nicht, dass dir jemand Geld für einen Kaffee gespendet hat, sondern du musstest davon ausgehen, dass du davon eine Demonstration organisierst. Das ist der Vorwurf. Wir haben mittlerweile Belege vorgelegt von mehreren hunderttausend Euro. Wir haben vorgelegt, dass Michael Ballweg mehrere hunderttausend Euro aus seinem eigenen Vermögen für Querdenken ausgegeben hat. Dieses Geld wird nicht gezählt. Sie sagen, nein, dieses Geld gilt nicht. Es gilt nur das, was du auf das Konto von den Leuten bekommen hast. Das heißt also, hast du 2 Millionen, ich glaube, um diese Summe gibt es, insgesamt bekommen, und hast 1,5 Millionen ausgegeben, aber 400.000 davon waren deine, dann hast du ja 100.000 Euro nicht von den Menschen genommen. Das ist der Vorwurf. Das heißt also, es wird versucht, ein Verbrechen oder ein Vergehen, es ist ja ein Vergehen, zu konstruieren, um ihn festzuhalten. Und das funktioniert nur in der Untersuchungshaft, weil die Untersuchungshaft heimlich ist. Und genau deswegen ist noch keine Anklage erhoben worden. Denn wenn Anklage erhoben wäre, dann könnte sich jeder genau angucken, was hier los ist. Dann würde die Presse reingucken und dann würden alle genau sehen, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. Und dann würde jeder wissen, dass diese Vorwürfe, die sie da machen, völlig in sich zusammenbrechen. Es funktioniert nur in der Untersuchungshaft. Und deswegen versucht man ihn so lange wie möglich festzuhalten. Und das ist für mich der Beleg dafür, dass er ein politischer Gefangener ist. Man will verhindern, dass Michael Ballweg, der die größten Demonstrationen der Nachkriegsgeschichte in Deutschland organisiert hat in Berlin, dass dieser Mann in einer Zeit, in der wir Krieg führen, unsere Außenministerin hat es ja gesagt, wir führen Krieg, wir sind an einem Krieg beteiligt. Da will man nicht, dass Leute, die in der Lage sind, Großdemonstrationen zu organisieren, frei rumlaufen. Und das ist der Aspekt der politischen Gefangenschaft bei Michael Ballweg. Und ich freue mich, dass heute so viele Menschen gekommen sind, um ihre Solidarität für Michael zu zeigen. Ich will mich noch einer Sache anschließen, die hier gerade gesagt wurde. Es geht nicht um einen Personenkult. Es geht nicht darum, dass Michael Ballweg hier irgendwie der Anführer einer Bewegung oder sonst irgendetwas wäre. Michael Ballweg hat einen Stein ins Rollen gebracht, den ihr alle aufgenommen habt. Die Stärke dieser Bewegung ist nicht Michael Ballweg, er ist ein Teil davon. Die Stärke dieser Bewegung seid ihr. Ihr alle, die hier seid, die ihr Demonstrationen organisiert, die ihr montags auf die Straße geht, die Politiker anschreiben. Die Videos machen, ihr seid so unglaublich kreativ und ihr macht so unglaublich viele tolle Dinge und ich glaube, das ist das, wovor die Mächtigen in diesem Staat am meisten Angst haben, nämlich vor den Menschen, die in diesem Land leben und sagen, wir machen da nicht mehr mit. Vielen Dank.
Schön, dass ihr alle da seid.